Hallo liebe Freundinnen und Freunde, begrüße euch alle recht herzlich zu unserer Großdemo an diesem wunderschönen Samstag und danke euch, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid, um uns zu unterstützen in unserem Kampf gegen Stuttgart 21. Oben bleiben! Gegen das Projekt Stuttgart 21 zu sein. Viele davon können wir hier auf diesen Schildern sehen. Ganz viele, schaut euch die Argumente an, fühlt euch stark. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel mit Polizeieinsätzen uns auseinandergesetzt. Wir haben klar erklärt, wir sind ein friedliches Bündnis von Menschen, die agieren mit der Kraft ihrer Argumente und mit der Überzeugungskraft vieler. Diese Vielfältigkeit werden wir unter Beweis stellen. Wir werden uns von nichts und niemandem provozieren lassen, auch nicht durch die wissentlich überzogenen Maßnahmen der Polizei. Wir appellieren an die Polizei, deeskalieren. Wir vom Aktionsbündnis und vom Widerstand haben es hinbekommen, dass jetzt SMA eine Verlängerung für das Gutachten beantragen musste bei der Bahn und auch durchgesetzt hat, weil sich aus den Debatten um die Prämissen ergeben hat, dass es doch auch noch Informationen gab, die den Prüfauftrag wohl schwieriger machen, und das ist die Quittung der Bahn dafür, dass sie uns nicht beteiligt hat, dass sie wieder einmal uns hintergangen hat. Der Ergebnisse des Gutachtens gibt es mit uns erst nach intensiver Prüfung, weil wir gehen auf Basis von Sachwissen vor und von klaren Kriterien und wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Und da fordern wir auch von der Landesregierung ein, von den Grünen, aber auch von der SPD. Die Bahn hat gedroht und gesagt, wir müssen am 15.07. vergeben und 40 Millionen Euro Schadensersatz von der Landesregierung eingefordert und jetzt konnte doch wieder verschoben werden. Das zeigt, es gibt keinen Zeitpunkt, außer die Bahn nachgehen. Einmal darstellen, dass es auch nicht nur um den Stresstest geht. Wir haben viele gute Argumente gegen Stuttgart 21 und noch mehr Argumente für unser Projekt K21. Und das will ich Ihnen mal verdeutlichen heute mit den vielen Mitstreitern hinter mir an den Themen Lebensqualität, Faktenschlichtung, Planfeststellung und Kosten. Frischluftschneise. Wir wollen die zentrale Frischluftzufuhr für die Stuttgarter Bahnnetze erhalten. Wir wollen die Lebensqualität in unserer Stadt verbessern. Für alle Menschen mit einem modernisierten Kopfbahnhof. Barrierefrei, sicher, mit hohem Komfort für die Reisenden, der bestmöglichen Bahnverbindung von Fern- und Regionalverkehr und einem Bahnsystem, das die Bahnverkehre der Zukunft aufnehmen kann. K21. Wir stehen hier für nachhaltige Stadtentwicklung. Wir wollen auf den Freiflächen von K21 eine nachhaltige Stadtentwicklung. Keine von Investoren diktierte Stadtentwicklung, sondern Wohngebiete innenstadtnah. Bezahlbaren Wohnraum und hoher Lebensqualität. Das heißt in anderen Worten, wir stehen hier für eine moderne, nachhaltige und zukunftsorientierte Politik im Land und in unserer Stadt.
bisher nicht nachgewiesen, dass die Bäume im Schlossgarten, die angrenzenden Gebäude und das Mineralwasservorkommen dadurch keinen Schaden nehmen. Planfeststellung auf die Feldern, was die Bahn auf den Feldern um den Flughafen plant, ist ein einziges, riesiges, schwarzes Wissensloch. Von der noch nicht begonnenen Anhörung bis zur gerichtsfesten Genehmigung werden erfahrungsgemäß noch 3 bis 4 Jahre vergehen und das bei ungeahnten Kosten. Beim geplanten neuen Abstellbahnhof unter Türkheim läuft immer noch die Anhörung. Der Erörterungstermin steht noch aus. Bis zu einer Genehmigung werden erfahrungsgemäß noch 1 bis 2 Jahre ins Land ziehen und es gibt große Schwierigkeiten wegen des Lärms und wegen der Naturschutzausgleichsmaßnahmen. Es gibt keinen Zeitdruck. Der Feldern-Tunnel soll grundlegend neu gebaut werden. Es sollen neue Tunnelbohrmaschinen zum Einsatz kommen und es müssen doppelt so viele Rettungsstollen eingebaut werden. Dafür soll es ein Planveränderungsverfahren mit öffentlicher Beteiligung geben. Dieses wird noch 1 bis 2 Jahre bedauern und dafür wollen Sie jetzt die Aufträge vergeben und da sagen wir Bau- und Vergabestopp sofort und für immer. Dies ist nur mit einem aufwendigen Tunnel sinnvoll machbar. Das wird teuer. Die Bahn hat sich bisher zu diesem Punkt überhaupt noch nicht geäußert. Die Kosten sind unvorhersehbar und die Planungen werden sehr lange dauern. Freundinnen und Freunde, es gibt keinen Zeitdruck, außer die Bahn macht ihn. Die Bahn hat Verbesserungen des Brandschutzes im Tiefbahnhof und in den Tunnels zugestimmt. Und vor allem die Vorschläge der Stuttgarter Feuerwehr müssen berücksichtigt werden. Die Kosten für die Erfüllung dieser noch völlig ungeklärten Auflagen werden erheblich sein. Notfallkonzept. Als Ergebnis der Faktenschlichtung hat die Bahn im Fall einer Sperrung des S-Bahn-Tunnels unter der Stuttgarter Innenstadt und des S21-Filtertunnels ein funktionierendes Notfallkonzept vorzulegen. Und das muss vor Baubeginn feststehen. Nur so können notwendige Veränderungen an den Planungen und deren Kosten kalkuliert werden. Und das ist doch völlig unkalkuliert. Deshalb Baustopp jetzt. Dass die Durchgänge verbreitert und die Fluchtwege barrierefrei werden. Das muss jetzt geplant werden und die baulichen Änderungen samt Kosten dargestellt werden. Auch diese werden nicht unerheblich sein und sind in der bisherigen Kostenkalkulation überhaupt noch nicht aufgeführt. Es wird gefordert, dass bei Stuttgart 21 ein Fahrplan mit 30% Leistungszuwachs in der Spitzenstunde und nicht wie bisher zwischen 6 und 10 Uhr mit guter Betriebsqualität möglich ist. Wir werden von dieser Forderung nicht abrücken und wir sagen, die Kosten dafür sind noch völlig offen und müssen auf den Tisch. Risikoliste, die 121 Risikoprojekte mit einem Potenzial von 1 Milliarde Mehrkosten. Ich erinnere an den Abschlussbericht der Wirtschaftsprüfer in der Faktenschlichtung. Bahn und Stadt scheinen das immer wieder zu vergessen und auch die Bundesregierung. Sinngemäß sagten alle 3 Wirtschaftsprüfer übereinstimmend, die Chancen, also Faktoren und Maßnahmen, die die Kosten verringert, wurden alle eingerechnet. Die Risiken.
Risiken, also Faktoren und Maßnahmen, die die Kosten erhöhen, wurden alle außen vor gelassen. Dass das völlig unrealistisch ist, hat die ASA-Liste bestätigt. Und wir sagen, wir wollen die Kosten dazu auf den Tisch. Wir fordern die Offenlegung der jetzt absehbaren und realistischen Kosten. Die Kosten überschreiten die 4,5 Milliarden Grenze erheblich. Und wir fordern, dass Landesregierung, Grüne, aber auch und vor allem die SPD jetzt offensiv handeln und sich nicht länger am Nasenring von der Bahn rumführen lassen. Gegen Stuttgart 21 und für unser Modell Kopfbahnhof 21 sprechen. Wir argumentieren auf der Kraft unserer Sachargumente. Und es gibt heute einen wunderschönen Artikel in der Taz von Dr. Robert Schmidtmann mit dem Titel »Eine Meinung zu haben ist einfacher, als sich zu informieren«. Und ich zitiere Ihnen einen Satz daraus. In Stuttgart ist nämlich über die lange Zeit der Bewegung eine außergewöhnliche Situation entstanden. Hier spricht die Mentalität der Konzernmenschen mit völligem Unverständnis, trifft sie auf die Mentalität der noch selbstständig denkenden und zudem informierten normalen Menschen. Und das sind Sie und wir alle!